Einen wunderschönen guten Tag auf YouTube. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ich hoffe, er lädt jetzt auch wirklich noch die Welt. So ist es, wäre es. Oh doch, es geht weiter. Puh, ich dachte gerade, weil es hier so die Pünktchen nicht weiter geladen haben. Ja, ich bin noch im Schneegebiet. Wollte irgendwann zurückfahren und mir die tolle Waffe bauen. Und habe aber noch eine Quest angenommen. Ja. Bin aber schon relativ voll vom... Okay. Vom Inventar her. Okay, na, was soll's. Da lang. Oh, das ist ein bisschen weiter weg. Da oben. Okay. In dem Bereich war ich noch nicht wirklich. Dann gucken wir doch da mal hin, was es so Schönes dort gibt. Und ich glaube, ich brauche dann bald auch noch ein bisschen Benzin. Denn das verbraucht sich doch relativ schnell. Das ist ratzifatzi leer. Okay. Den umfahren wir aber ein bisschen, ja? Ja. Es ist 15 Uhr, 3 Uhr nachmittags. Ich weiß nicht, ob ich das dann noch schaffe, zurückzufahren, weil das eine war ja schon eine etwas höhere Quest, etwas schwerere Quest. Keine Ahnung. Das zeitlich noch passt, wenn nicht, ist auch nicht so tragisch. Denn die Nacht bringen wir ja ganz gut hier rum. Oh. In diesem Gebiet, das geht schon. Machen wir eher Sorgen, dass ich nicht alles mitnehmen kann oder coole Sachen nicht mitnehmen kann, weil ich so überladen bin. Ach, guck mal. Die Kreuzung kenne ich und das hier auch. Da habe ich mit Jones die Base drauf gehabt. Oh. Electrical Traps, Elektrozaun, Pfeil- und Klingenfalle freigeschaltet, denke ich mal, heißt das. Wer hat mich nicht registriert? Iggy Bank. Ja, oder nicht? Dann lasse ich ihn. Die kenne ich beide schon. Das hoffe ich nicht, das Hochhaus. Nein, okay. Das wäre doof. Also es wäre schon cool, aber es wäre irgendwie auch doof, weil das kriege ich niemals mit. Fire Station 7. Oh, eine Tash. Oh. Okay. Ja. Verändern? Nehme ich mit. Anziehen müsste ich sie natürlich auch noch. Okay. So, hier haben wir noch einen Biker. Das ist das Haus. Die Red Church Residence. Ja. Okay. Oh, das wird, glaube ich, sehr knapp im Platz. Das wird sich in einer halben Portion an oder ein Lumberjack? Lumberjack! Achso, der lebt noch. Mist. Oh! Danke. Hier würde ich jetzt das rausschmeißen, das rein. Haha. Es geht nix mit. Ja. Das ist ja super. Nicht. Boah, dann muss das jetzt so gehen. Oder warte mal. Ich habe doch ein bisschen Holz. Ich mach mal sowas. Stell die hier dran. Oh. Ups. Und packe sowas da rein. Das auch. Okay. Hatte ich noch. Okay. Hä?
Jetzt geht der Schritt nach unten. Ich werd bekloppt. Danke. Mann, ja, ich hab Durst, okay. Holz. Ich würde sonst gleich nochmal gucken, dass ich vielleicht die Munition noch mitnehme für die Waffe hier. Oder wenigstens durchlade. Okay, laufen gerade einige rum. Die komme ich sonst auf jeden Fall besuchen. Level up. Ich habe 3 Punkte. Oh. 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 Ich weiß gar nicht mehr, was ich reinskillen wollte. Hier rein. Und. Tongmischer, Mechaniker, Schlösser knacken, Arzt, charismatischer Auftritt. Nee, wackelmutiger Abenteurer. Ja. 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 Dann würde ich gerne hier was reinskillen und hier. Durchbohrer würde ich auch gerne noch gehen. Präzisionsschütze, Hobby. Danke. Wer ist denn jetzt noch alles da? Ach, eine Horde ist hier unterwegs gewesen. Ja, das wusste ich doch gar nicht hier. Hallo. Okay. Deswegen seid ihr so viele. Seid aber alle so verteilt. Den habe ich eben schon gesehen hier. Der ging vorher schon spazieren, aber die anderen halt nicht. Ich lasse es drauf ankommen. Ups. Okay. Habe ich den überhaupt getroffen? Ich habe extra gezielt. Nein, habe ich nicht. Ich habe weiträumig daneben geschossen. Gibst du mir ein paar Testosteron oder wie das Zeug heißt? Das sieht so, aus, als würde er sich verstecken wollen. Ich starte jetzt noch mal die Quest, ja? Was ich die ganze Zeit machen wollte, mache ich jetzt wirklich? Hört ihr das auch? Also irgendwer ist da schon wach? Okay. Ich gehe da mal rein, mache mal die Quest, damit ich überhaupt das auch halbwegs mache, was ich mir die ganze Zeit vornehme. Hi! Wir rennen wieder. Leg dich halt neben das Bett. So. Einen Moment. Säure? Da ist nur Müll, den lasse ich mal. Ach du Scheiße. Hey, du bist doch nicht an der Tür? Aha. Nee. Ach. Aber das ist draußen. Wo denn? Ach, da. Ja, ja, warte doch mal. Au. Moment. Erst du und dann du.
über mir oder unter mir? Es klingt sehr, sehr nah. Und hier müsste irgendwo auch noch eine Schlange sein. Ich hätte gesagt, die ist über mir. Aber... Hi! Oh. Okay. Hi! Nichts weiter drin, außer ein PC und ein Fernseher. Okay. Hier geht's auch wieder raus. Und das geht noch nach unten. Da würde es auf dieses Vordach gehen. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwo noch nach oben ging. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber auf jeden Fall ist oben noch ein Safe. Sieht so verdächtig aus, dass es hier irgendwie einstürzt. Moin. Nö. Es hält, was es verspricht. Oder so ähnlich. So, da habe ich nichts zum Looten. Da oben ist auch nichts drauf. Ich bin nicht eingebrochen. Oh, der Kühlschrank läuft. Der Kühlschrank läuft mit Gammelfleisch. Toll. Ja, nee. Nehme ich jetzt nicht mit. Wir haben auch noch genug. Noch mehr Gammelfleisch. Und ein Buch. Okay. Ja, nein. So. Ich muss jetzt hier auch mal ein bisschen rigoroser durchgreifen mit dem ganzen Loot, Mensch. So viel Müll dabei. Oh, ich muss meinen Schraubenschlüssel bald reparieren. Na gut. Ich weiß nicht, ob ich draußen Schritte höre oder nicht. So. Dann hängt hier sowas noch und hier ist ein kleiner Raum. Und da steht jemand drinnen, dass der nicht wach geworden ist gerade. Ich bin hier einmal... Oh. Einmal rumgelaufen. Intelligenz-Waffenschaden. Habe ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich dabei. Ich glaube, meine Keule da zählt nicht als Intelligenzwaffe. Sondern eher so ein Schubsi und sowas. Hey! Oh, boing, gegen die Wand. Aber sie durch den Raum. Durch den Raum und Tür zu. Und Klappe halten und weg sein. Komm runter. Ich glaube, das war... Da, wo es am meisten wehtut. Selbst für einen Zombie. Deswegen ist er gerade so gehüpft. Er ist richtig so einfach so nach oben gehüpft. Jo. Den nehme ich gerne mit. Okay, nur was zum Einpflanzen. Okay, es wird nicht besser. Okay, und sonst ist hier nichts Cooles. Nö. Und da hätte ich nur Pflastersteine. Nee. Lehm. Okay. Der Keller wird jetzt gleich nochmal heftig. Einen grün hatten wir oben. Also ich vermute, dass da unten entweder ein Polizist ist. Auf jeden Fall grüne. Vielleicht auch Naked Eyes. Die halten auch ein bisschen mehr aus. Irgendwas Stärkeres ist da unten noch. Ich mach das mal weg. Und den. Ja. Achso, wir können das noch zerlegen. Da ist noch ein Bücherregal, sehe ich gerade. Da auch. Oh, okay.
Rifle World gefunden. Okay, vielleicht kriege ich doch noch ein größeres, besseres Jagdgewehr demnächst. Guten Tag! Fernseher und Bücher? Ah. Das war noch nicht alles. Das war alles? Die Vorräte fehlen mir auch noch. Oh, ein Scope. Kürbissamen. Okay. Stufe 2 freigeschaltet. Meine Tasche ist da hinten. Es gibt hier noch einige Hebel. Au. Kamst du von hier? Ich hab dich auch gar nicht gehört. Ich hab weder einen Knochen gehört, noch Bellen, noch irgendwas. Okay. Ja, okay. Kann ja sein. Habt ihr irgendwie den Hund gehört? Ich nicht. Aber ich bin fertig. Na gut. Das ist der Hauptloot? Ist doch eher hier hinten, oder? Ich habe eh Probleme. Ich habe eher Probleme, Dinge mitzunehmen. Da ist der Hauptloot. Das war's? Na gut, ich will mich nicht beschweren. Das war's. Ich find's gut. Ich habe alles gefunden. Robotik. Dankeschön. Medical. Ja, dann. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe bis zum Händler. Wegen der Truhe hier, aber. Alter, mach sie einfach auf. Mach sie einfach auf. Ohne lang rumzuzucken. Mach sie einfach auf. Ah, ey, ernsthaft. Aber oben ist auch noch ein Tresor. Oben ist auch noch ein Tresor. Alles cool. Ich komme dann nochmal her. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles noch mitkriege. Wohl kaum. Compound. Hä? Ach da. Jagdgewehr Stufe 3. What the fuck? Ja. Okay. Ich merke mir das Haus gleich mal. Ich werde es markieren. Das sind einige. Komme ich nicht raus? Da. Ich höre einige draußen. Also mindestens. Ja. Okay, dann müssen wir die erstmal machen. Dann wird so nichts mit abgeben. Naja, es wird nichts. Dafür geht die Zeit zu schnell vorbei. Oh. Okay, der ist schon down. Ich trinke mal noch einen Kaffee, wa? Was hältst du davon? Ah, ist keine Versammlung hier. Dann könnte ich vielleicht sogar doch noch mal rein, weil ich habe ja draußen die Kiste, ich habe das Moped und hör doch noch ein. Ach, unter Baum verkriechst du dich. Die halbe Portion? Die halbe Portion. Das war's. Okay. Hm. Bist überlastet. Ja. Hier. Ich bring das mal zur Kiste.
Und zum Moped, aber ich glaube, Moped habe ich viele Sachen, die sich gar nicht stapeln. Also alles so Rüstung und so speziell. Ich dachte gerade, es wäre doch noch, es wäre eine Horde, aber nein, die ist jetzt. Da ist die Horde. Guck mal, wie viele. Ach, wie schön. Hier, oh, das sind echt viele. 2, 4 und die rennen gleich. Sechs, acht, ne? So 10, hä? Oh, danke. Okay, der ist echt weggeflogen. Na, ein paar Minuten haben wir noch. Jut. Ich dachte schon, das wäre eine kleine Horde gewesen, aber nee. Nee. Ist es nicht. Okay, das geht aber. Ich glaube, so viel. Na gut, in der großen Kiste könnte noch einiges drin sein. Gut, da taucht schon der nächste auf. Das war so klar. Das war klar. Kann es sein, dass ich irgendwas gelesen habe, dass ich nachts keine Dings mehr habe? Keine Überlastung oder sowas? Aber ah, doch. War nur, weil ich ausgeleert habe. Es kam mir gerade so komisch vor. So. Ah, hier Wiring. Wiring. wenn da das Blei. So. Ich wollte jetzt nochmal zu der Kiste. Die liegt aber überall noch was drum, Mann. Ah, komm, das ist wirklich Crap. Das ist wirklich Crap. Und ich kann ja die Mod bauen, dass ich mehr sehe. Stimmt. Stimmt. Aber ich pack das mal weg. Hab ich nachgeladen? Nö. So. Das war hier oben irgendwo. Wer? Wo? Was? Wann? Wo denn? Wo bist du? Ja, Mahlzeit. Der muss oben irgendwo sein. Ich weiß aber nicht, warum da jetzt noch eine halbe Portion ist, weil die Quest ist ja beendet. Der muss dann so reingekrochen sein. Vielleicht ist er durch die Horde irgendwie dahin gekommen. Könnte ich mir jetzt nur so erklären. Noch ein. Aha. Moment, ich komm zu dir. Du brauchst gar nicht so weit laufen. Ich nehm's dir ab. So. Aber ich habe noch eine halbe Portion gehört. Wer weiß, der irrt irgendwo im Haus rum. Weiß selber nicht, was man möchte. Also, ich werde das hier noch mitnehmen. Ah, er ist schon da. Ja, hi. Gut. Und den haben wir noch mit. Ich könnte ja sonst auch zweimal fahren zum Händler von hier aus. Weil. Sieht so merkwürdig aus, dass sich das nochmal bewegt. Weil wir. Wo waren jetzt der. Oh, Orientierung ist bei mir. Uff. No way. Da hinten? Vielleicht? Eventuell? Nein. Ja, du weißt es ganz sicher, ich nicht mehr. Ich bin der Meinung, es war oben, aber es ist nicht oben.
Unten war eine Kiste. War unten auch der Safe? War das hier unten? Hier war nichts. Da war die Kiste. Ich hab's vergessen. Ich hab's wirklich vergessen. Aber das war hier in dem Haus. Ich bin gerade irgendwo abgebogen, wo ich hier vorhin nicht abgebogen bin. Deswegen sehe ich das nicht. Ich noch. Ach ja. Ja, nice. Die haut nur auf eine Wand. Soll sie machen, soll sie auf eine Wand hauen, wie sie möchte. Sie haut auf keine Wand mehr. Eventuell ist sie schon im Haus. Werden wir gleich sehen. So. Der Safe hat da glaube ich auch nochmal 5000 oder so, oder? Oh. Oh. Wow, Schleichschaden. Fünfer Rüstung. Patronengurt kann doch in die... Warte mal. Ja. So, wenn ich da jetzt das hier mache, dann müssten da mehr Patronen reinpassen. Nö. Lade ich dann schneller nach. Das ist ein anderer. Das sind 2, 3 mit Muss. Hm. Hallo? Besetzen Sie etwa dieses Haus? Ich habe... Achso. War hier nicht auch noch ein... Ach, die Hebel werden nicht mehr angezeigt. Ah! 7,5. 500. Okay. 500? Dann. Da ist jemand. Da ist sie. Hallo. Und warst du auch gerade am Haus? Bist wieder gegangen, weil du nichts gefunden hast? Hey, Kumpel. Und du? Warst du auch? Nee, dich habe ich nicht gehört. Ich würde dich hören. Scheißendreck. Wo ist denn jetzt dieser Safe gewesen? Oh Gott, das kriege ich nie alles weg. Nie. Wo war ich denn nicht drin? Mal hier hinten war auf jeden Fall noch jemand am Spazieren. Danke. Hm. Ui. Ups.
Mann, das muss ja frustrierend sein, wenn man zuguckt und man weiß, wo es ist, aber ich weiß nicht, wo es ist. Also, ich bin hier rein. Hab hier reingeguckt. Habe hier reingeguckt und habe hier reingeguckt. Ah. Huch. Ich hab's gefunden. So. Das wusste ich. Achso, warte mal, das möchte ich mir auch nicht. Das ist die halbe Portion. Ich höre sie. Egal. So. Ich muss den knacken. Es geht nicht anders. Aber ich habe leider halt... Also ich weiß auch nicht warum. Die ersten Kisten waren alle noch ein bisschen easy. Das hat sie alles noch richtig gut hingekriegt. Und diese ganzen Kisten hier... Hat irgendwie gar nicht gut geklappt mit Aufbrechen und den Dietrichen. Weiß auch nicht, ob das hier schwerere Kisten sind, weil es an dem Gebiet selber liegt. Dass dann hier die Loot Stage und die Schwierigkeit etwas erhöht ist. Dass man dann auch schwieriger Schlösser knackt. Vielleicht sind sie alle eingefroren, weil es zu kalt ist. Das wird sein. Ich glaube, die halbe Portion hängt irgendwo in der Hecke fest. Deswegen haben wir die eben nicht gesehen. Oh ja. So. Ja, der müsste hier irgendwo sein. Da! Hey! Ich hab die gefunden, meiner. Guck mal. Jetzt kannst du da weiter krabbeln. Ah, schön. Föhn, föhn. Also schön. Ich habe nachts um 2. Ich müsste jetzt so beladen, dass ich ein bisschen was für den Händler habe zum Verkaufen. Und komme dann nochmal hierher. Ich muss mir mal hier so einen Wegpunkt... Küste. Dass ich wieder hierher komme. Denn. Ja. Schwede. 5er, 3er, 4er. Okay. Das kann da nirgendwo hin. Den müssten wir mal reparieren. Die könnten dann weg. Der kann weg. Den können wir hier reinstapeln. Dann kann die Säure mit. Das ist schon mal tippitoppi. Das müssten alles Verbrauchsgüter sein, die ich irgendwie noch stapeln kann, weil ich habe es gesehen, dass ich die habe. Da geht nichts mehr drauf. Wow. Und das Geld muss mit. So. Ich dachte, der Busch da hinten ist ein Bär. Bisher scheint hier keiner angetrabt zu kommen. Die brauche ich. Das können wir reparieren. Verkaufen, verkaufen. Das auch, denn ich habe einen Knüppel. Reifen hätten wir auch mehr als genug, glaube ich. Aber ich nehme die lieber mit. Das stapelt sich, das stapelt sich. Das. Warte. Das verkaufe ich nicht. Das. Die bringen nur 6. Das lohnt ja gar nicht. Und. So. Zack, 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 zack. Was war das? Das klang wie so ein heller Schrei. Gruselig. Gruselig. Also es war ein Sound, den kannte ich jetzt noch nicht aus dem Spiel. Echt gruselig. Okay, es ist 2:30 Uhr morgens. Ich habe meine Kiste markiert und ich düse jetzt ganz gechillt zum Händler zurück. Ich finde bestimmt auch noch den einen oder anderen Briefkasten oder sowas oder ein Fahrzeug. Und dann sehen wir uns beim Händler wieder, wenn ich die nächste Folge starte und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall mal ein bisschen interessanter, weil auch nachts viel mehr los ist. Ja. Dann
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.